Herzlich willkommen zu einer Runde Car Mechanic Simulator. Ich habe mir mal gedacht, ja komm, machst doch sowieso nichts mehr außer das Deus Ex. Ach, da nimmst du doch mal irgendwann mal irgendwas anderes auf. Auch wenn es nur 1, 2, 3 Mal ist. Naja, ist doch egal. Mach auf jeden Fall mal irgendwas. Und ich dachte, ja gut, dann mach ich den Car Mechanic Simulator. Kurze Info, ich habe an Add-ons alle möglichen drin, die momentan rausgekommen sind, die auch Geld gekostet haben natürlich. Die habe ich also bei Steam für einen ziemlich guten Preis bekommen. Naja, ich bin ja schon im Level 4948 Erfahrungspunkt, das heißt Level 4 in dem Fall. Pro Level kriege ich mindestens einen Erfahrungspunkt, den ich anwenden kann. In dem Fall habe ich OBD-Scanner, Druckprüfgerät, Stelles, Schraubenschlüssel und Tablet habe ich freigeschaltet. Den elektronischen Zähler will ich mir noch nicht holen. Ich habe dann gedacht, ich hole mir entweder hier das Schnelle zusammen bla 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 oder das Reparatur. Genau. Ich habe noch einige andere Autos jetzt halt hier im Petto durch die DLCs, die ich mir runtergeladen habe. Wie zum Beispiel den Sakura GT20. Gut, das sind jetzt normale Spielautos, die normal hier mit drin sind. Das ist aber ein Special-Auto. Genau. Was ich halt gerade ein bisschen blöde finde, hier 5000 Erfahrungspunkte, um diese Lackiererei zu eröffnen. Und ich glaube, bei dem Auto war das so, lackiere das Auto mit der Standardfarbe. Wie soll ich das machen? Ohne den Lackierraum. Aber die habt schon die Möglichkeit, ich habe genügend Erfahrungspunkte, Karosserieteile fertig lackiert zu kaufen und wieder zu montieren. Warum soll ich die dann fertig lackieren, wenn ich die Erfahrungspunkte gar nicht habe, um dieses Auto zu besprühen? Ja, das kam für mich deswegen auch sehr, witzig vor. Also, Motorhaube zu, da stand was von Spurstange, das heißt, alles unter der Motorhaube. Ich finde, dieses Auto sieht auch sehr schön aus. Wir können jetzt einfach mal H drücken, dann haben wir eine durchsichtige, also karosseriefreie Sicht. Und dann auch nochmal C und dann hast du die sogenannte Überprüfungsansicht. Da siehst du, alles was rot ist, war oder ist hier auf der Liste aufgezeigt und ist defekt oder droht zu brechen wegen Rost oder einfach weil es schlecht ist, weil es gerostet ist. Alles was auf der Liste nicht gelistet ist, wird hier erst gar nicht angezeigt, weder geprüft noch hier. Dann steht da einfach, ja, Teil konnte nicht gefunden werden und dann musst du entweder eine Streckenfahrt machen oder du musst das ganze Auto auseinanderbauen oder du siehst es, weil ohne C siehst du verrostete Teile sehr, 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 sehr deutlich. Finde ich auch ziemlich cool gemacht. Es gibt so ein paar Physikpunkte, wo ich sage, hä, das ergibt keinen Sinn, weil zum Beispiel kann ich so Sachen wie, was waren das? Ich glaube, das war im hinteren Bereich. Man könnte einfach zum Beispiel den Querlenker und diesen Querlenker abmachen, ohne den belasteten Reifen, also der diese Querlenker belastet, den Reifen zu demontieren. Wenn ich jedoch hier den abmachen will, muss ich das Auto komplett demontieren. Das wird alles angezeigt, was ich dazu noch demontieren muss, deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Den Stoßhammer kann ich ja mit wiederum wieder abmachen. Es gibt halt noch so ein paar Punkte, wo ich sage, hey, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, was war mit der Pumpe? Die war nicht, ne, die... Okay. War eigentlich alles relativ weit vorne. Also bleiben wir mal hier in dem Bereich. Um hier jetzt ranzukommen, muss ich den abmachen. Um den Ramp zu machen, muss ich an den rankommen. Also demontieren wir mal dieses schöne Stück, was doch schon leicht zerfetzt aussieht. So. Jetzt können wir das demontieren, wobei Lenkstange. Auf der Lenkstange ist kein bisschen Druck oder Belastung. Warum kann ich nicht den Reifen? Warum kann ich den Reifen nicht einfach drauf lassen? Kommt man vielleicht da schlecht dran, dann würde ich es ja verstehen. Oder würde sich dadurch die Spur verändern, was eigentlich unlogisch ist, weil die ist ja arretiert. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Kfz-Mechaniker hier. Ich weiß eben nicht, was da Sache ist. Richtig ist, was ich gerade gesagt habe, ist mir auch relativ egal. Ich will halt nur sagen, für mich jetzt sozusagen kommt es so an.
Okay, das kann ja eigentlich gar nicht jetzt so sein. Ergibt gerade keinen Sinn. Aber die Leute werden schon wissen, was sie hier gemacht haben. So, 3 Überprüfungsmodus, 2 Zusammenbaumodus, 1 Zerlegungsmodus, Inventar, dann haben wir den Reparaturauftrag öffnet und das Tablet. Das habe ich aber erst jetzt, weil ich mir das aktiviert habe. Also wie man hier sieht, das ist dabei, das ist dabei, das ist dabei, das ist dabei. Das ist ein Add-on, gekauftes Add-on und das ist ein gekauftes Add-on. Die sind normalerweise nicht dabei. Malochteile sind dann von den uralten Trabis und so sind das Bauteile. Das, aber ihr müsst euch mal überlegen, in dem Auto sind mehr Bauteile eingebaut als in modernen Autos. Ey, das ist. Boah. Dann haben wir noch den Tuningladen. Sorry Leute, aber ich finde, hier ist nicht wirklich viel, was man Tuning nennen kann. Also das sieht eher aus wie von einem normalen heutigen neuen Golf, Opel, VW Golf oder so. Also hier sieht nichts wirklich was. Das könnte von Mustang sein oder so. Weiß nicht. Und bei Felgen theoretisch, hier sind keine Felgen, sind alles nur Karosserie. Und bei Felgen, ja, ich habe bis jetzt nicht einmal Felgen wechseln müssen. Also das ist ja echt traurig, dass hier zum Beispiel Felgen und so ein Scheiß überhaupt nicht mit reingenommen wird. Man kann hier noch. Geh mal weg. Bankdaten, Daniel. Du kannst keine weiteren Bankdaten beantragen. Ich habe auch gar keins gewollt. Ich habe nämlich ziemlich viel Geld, aber ich brauche gar keins. Egal. Man kann sozusagen hier alles reparieren. Von dem Bremsverstärker bis zum ABS-Modul und der ABS-Pumpe bis zur Batterie, von Batterie bis zum Getriebe, vom Getriebe bis zur Ölwanne und Ölfilter bis zum Turbo. Ja, so ziemlich viele Sachen. Wir haben die Spurstangen rausgenommen, den Spurstangenkopf. Jetzt fehlt uns noch die beiden Spurstangen, die Koppelstangen, die haben wir hier. Die 2 und die eine Spurstange, bla bla. Gehen wir auf ein Tablet, gehen auf Autoteile, auf Fahrwerk, gehen weiter runter. Und wir kommen zu den Sektionen Spurstangen, Spurstangenkopf, A, nochmal die A. Und dann geht's auch schon im Zusammenbaumodus. Und dann bin ich auch mit diesem Auftrag fertig. Ich werde den, glaube ich, nicht behalten, bis ich die 5000 Level Erfahrungspunkte bekommen habe, weil das dauert zu lange und ich weiß nicht, ich habe bis jetzt, das hab's noch nicht herausgefunden, ob das so ist, aber ich weiß nicht, ob man, wenn man umso länger an den Autos rumwerkelt, umso länger das dauert, umso schneller kann es auch vom Preis runtergehen, also was du dann am Ende letztendlich bekommst. Weiß ich nicht, ob das so ist, was normalerweise eigentlich Blödsinn ist, weil Arbeit ist Arbeit, kostet halt ein bisschen Zeit, je nachdem, was du machst. Und letztendlich musst du die Teile bezahlen, so oder so. Arbeitszeit auch. So, jetzt haben wir hier ein Inventar, wir haben die restlichen Sachen, wir können die verkaufen. Man kann sie theoretisch auch reparieren, dann wieder einbauen. Ich glaube, das gibt sogar noch mehr Erfahrungspunkte. Dazu musst du aber erstmal an 1000 Erfahrungspunkte erreichen, jedes Mal, um einen Aufwertungspunkt zu bekommen, mit denen du dann die jeweilige Sachen. Hier haben wir unseren Ölablass. Den könnt ihr dann immer unter die Schraube setzen. Ist eigentlich nicht allzu schwer. Du stellst dich eigentlich genau davor. Sagst ja, okay, ein bisschen vor zurück. Weil wenn du theoretisch dann drauf guckst, das Ding steht direkt vor dir und dann sagt, kannst du ungefähr hier. Den Rest macht der Rechner selbst und sagt, ja gut, okay, die paar Millimeter, die lasse ich noch gelten. Okay. Dann würde ich sagen, Auto weg, weil wir können nicht mehr machen. Normalerweise würden wir noch mehr Geld bekommen, weil Auftragsausgaben sind in dem Fall zum Beispiel 709 Euro. Mit den Karosserieteilen, die ich schon ausgetauscht habe, aber mit dem Neulackieren kommen wir bestimmt auf 1000 Euro, weil so eine Neulackierung kostet ein Schweinegeld. Ich weiß es. Wir kriegen es trotz der Reparatur mit Teilen, minimalen Zustand, man hätte auf jeden Fall Reparaturen machen können. Ohne dass man da jetzt sagt, ja, ich kaufe neues Zeug. Bonus für abgeschlossene Aufgaben. Zum Beispiel hätte ich jetzt das gemacht, würde ich bestimmt auf die 200 Euro kommen. Ich habe auch noch nie so weit gespielt, dass man das Auto lackiert. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ob das schon bumm, ist es fertig oder ob man dann auch wirklich mit der Maus irgendwelche Bewegungen machen muss. Ich weiß es nicht. So, Inventar ist leer, Autos weg. Wir sind knapp an unseren 5000 Erfahrungspunkten. Wir nehmen jetzt noch nicht den neuen, weil wir haben hier verfügbar ab 7.051 Erfahrungspunkten. Obwohl ich das hier nicht verstehe, weil den habe ich schon mal repariert. Da hatte nur ein Fahrwerksproblem und das Getriebe und Auspuff und Motorschaden.
Gut, verstehe ich jetzt nicht, warum der so einen hohen Erfahrungspunktewert hat. Wir holen uns in die Royal Bianco, der die größten Fahrwerksprobleme hat. Ich weiß es einfach, weil der kommt einfach nur mit Fahrwerksproblemen. Also man muss echt sagen, wenn man das Spiel sich kauft und man spielt es, seid ihr nur an Fahrwerk und an Bremssystemen dran. Ihr macht nie was oder macht kaum was mit Motoren. Wenn es Motor ist, dann ist es manchmal echt nur kleine Sachen. Und wenn es mal Motor ist, dann sind es aber auch manchmal richtig ganz, ganz große Sachen. Dann müsst ihr den halben Motorblock auseinandernehmen, um mal zum Beispiel an die Zündkerzen, an den Mo an die Kolben zu kommen. Oder ansonsten sind es einfach nur kleine Auswechselarbeiten wie Ölfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter. So, wir kriegen gerade einen neuen Anruf für einen neuen Auftrag. Zum Beispiel hier ist der Maluch. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Trabi. Auto ist zu laut. Den können wir auch noch annehmen dazu, weiß ich. Ich weiß, das Ding hat ein Fahrwerksproblem. Linker Heber. Und wir nehmen den hier noch an. Er sieht recht süß aus. Aber wenn ihr mal den Motor anschaut hinten, ich zeige euch das mal. Der Motor ist nämlich bei dem Auto hinten. Und ihr baut das Ding mal auseinander. Ey, der kriegt den Fuchs, Alter. Was für viele Schrauben hast du da alles an. Oh, das war ätzend, als ich das Ding aus. Aber das Ding sieht auch nicht mehr besonders gut aus, ne? Ich sehe Teileliste dafür zu schnell, ist sie natürlich nicht. Aber wenn das Auto zu laut ist, ist es entweder der Auspuff oder der Krümmer. Deswegen rechter Heber. M und rechter Heber. Und wir öffnen schon mal die Maluch-Teilchen und gehen auf Abgasanlage. Kann ja nicht so groß sein. Und. Ah ne, die ist ja schon hier hinten, ne? Ja. Was? Kann Motorraum aus erreicht werden? Das ist jetzt nicht euer Ernst, Alter. Dann lasse ich das Ding hoch, ey. Kann ich ein bisschen tricksen? Okay. Tu das Ding mal weg. Ja! Nein, kann ich nicht. Ist doch episch-deppig, Alter. Ja, okay. Erstmal hier die Fahrwerksprobleme. Teileliste gestellt, ja, genau. Routineüberprüfung des und Reparatur des Getriebe. Och, nö. Gut, Getriebe, das heißt wohl nichts anderes. Ach so, oder sind es nur die Antriebsachsen? Moment. Warum habe ich. Ach so. Hintere Lagerbuchse, Radnabenlager. Ja, gut, dann. Nee, Radnabenlager aber nicht. Vordere Feder. Radnabenlager, Lagerbuchse, hinteres Domlager. Vordere Antriebs, ja doch, dann muss ich das Getriebe auseinanderbauen, weil die Antriebsachse wurde woanders aufgeführt. Okay, wir gehen nicht in den Auseinanderbauungsmodus, wir gehen in den Prüfungsmodus. Das ist schon mal wichtig gewesen. Man kann zum Beispiel jetzt hier den OBS nicht anwenden, natürlich nicht, weil das noch gar nicht die Technik hat. Wunderschön. Okay. Wir gehen jetzt mal aus dem Prüfungsmodus aus. Das Auto ist zu laut. Kann ja nur hier vorne der Krümmer sein. Okay, also demontieren. Wie sieht das schon mitgenommen aus? Wie sieht es mit dem hinteren aus? Ist der genauso bescheuert oder genauso hässlich? Nein, der sieht sogar noch einigermaßen in Ordnung aus. T habe ich gesagt. Nicht. Ich wieder geschweißt werden. So. Dann hat sich das hier auch mit jetzt auch wieder erledigt. Zum Glück noch ein kleiner Auftrag, aber das ist dann halt so kleine Nebenverdienste, mit denen du dir halt immer die Erfahrungspunkte holst. Guck mal, allein durchs Zusammenschrauben und Neukaufen kriegt man schon wieder 63 oder ich weiß gar nicht, wie viel es vorher war. Auf jeden Fall mehr als 20 Erfahrungspunkte mit Zusammenschrauben, Zusammenbau. Es hat nicht nur, also man kriegt nicht nur Erfahrungspunkte durch das Beenden von Jobs, man kriegt auch Erfahrungspunkte durch das Bearbeiten von Jobs. Und jetzt bin ich schon über meinen 5000 Erfahrungspunkten und wir öffnen die Lackiererei. Und weil ich so reich bin, mache ich das einfach mal. Und sie sieht einfach pervers geil aus. Sie hat einfach jetzt Licht bekommen und die Türen wurden einfach für mich geöffnet. Wir haben noch einen Diagnosepfad, den können wir jetzt auch ab sofort öffnen. Das ist natürlich richtig geil. Oh, bloß kein VW hier reinstellen. Dann kriegen wir sofort falsche Abgaswerte. So, dann haben wir hinten noch was und zwar unseren Parkplatz. Ich weiß nicht, ich glaube noch nicht. Ne, also 9000. Okay. Warum den Parkplatz? Warum den Parkplatz?
dass man alle Aufträge annehmen kann, die man so kriegt und abarbeitet, die man, dass man nicht ständig. Okay, wir gehen. Kein Auto wird dieser kurzen Fahrt. Was? Fahrtest unterzogen. Du musst es. Achso, ja, logisch. Man geht dann hier auf M. Diagnosefahrt. Farbgeschäft. Und den Parkplatz. Okay. Cool. Der Raum hätte einfach offen sein können. Man läuft ja einfach rein. Das Auto wird einfach rübergesetzt. Fertig. Nein, stattdessen tut man wahrscheinlich das Auto runtersetzen und dann wirst du hier rein. Ach, egal. Wir widmen uns wieder unseren. Oh, hier sieht man schon, das Auto hat doch ein bisschen gelitten. Wir sind hier bestimmt mit hohem Tempo über. Geschwindigkeitsdrossel. Okay. Wir haben ja unser Radnabenlager. Wir tun es jetzt in die Antriebsachse rausnehmen, weil die müssen wir sowieso rausnehmen. Um das Radnabenlager und unsere. Vorderhand. Antriebswelle zu kommen. So, den Bremssattel runter. Den Belag, die Belege. Scheibe, ventiliert zumindest. Und die müssen wir auch unternehmen, wenn wir unser. Ach, Moment, warte, den muss auch noch. Ja, ja. Aber ich letztens, glaube ich, beim ersten Mal, wo ich das Ding demontiert habe, habe ich. Hier ist die Domlage, müssen wir auch holen. So. Vordere Anschwungsschenkel, also scheiße mal. Irgendwelche Gummi, ich habe noch gelesen, ich muss noch das austauschen, die Lagerbuchse, genau, das war's. War hier hinten auch noch, das war nur eine, ne, da hinten, die zwei sehen noch in Ordnung aus, so, Auto. Auto ist schön, schön, richtig dreckig, kaputt und verrostet, so. Wobei. Ich glaube, ohne Scheiß, kein Auto sieht wirklich so aus. Das ist einfach nur so ein Indikator, um zu wissen, ah, okay, das sieht scheiße aus, das muss weg. Das ist kaputt. So, war es das alles im vorderen Bereich? Weil dann würde ich schon für den vorderen Bereich alles kaufen, was ich brauche. So, Fahrwerk. Was war es denn? War das A? Ja. Domlager. Nee, hinten brauche ich nicht. Radnabenlager, zwei Stück Lagerbuchse. Scheiße, das wäre vorne gewesen. Hä? Warum ist denn hinten oben und vorne unten? Weil vor allem ist das auch verkehrt rum. Oh, ihr blöden Wichser, ey. Ich kauf's einfach mal beide. Ja. Halt, ich brauche nochmal. Das ist nämlich unter Antrieb, Motor und. Wobei, das glaube ich, ist unter Getriebe. Nee, das ist nicht. Warum ist das nicht unter Getriebe? Ist das unter Fahrwerk? Echt jetzt? Wie bescheuert ist das denn? C. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche das da. Okay. Zusammenbaumodus. Neue rein. So, der war es gewesen. So, der Vorderstoß einfach kann wieder an seine gewünschte Position das neue Domlager kommt oben drauf. Den Stabilisator, der hat ja keinen großen Schaden von dran. So, dann unseren Spurkopf und unser Querlenker. Zack, zack, zack. Dann noch hier unsere Lagerbuchse. Dann brauchen wir noch unsere vordere Radnabenlager. Dann den Radnabenaufsatz, das Radnabenlager indirekt und dann noch die Ventilationsscheibe, unsere Antriebswelle C, unsere Belege und unser Sattel. Ich lasse den Reifen erstmal ab, weil ich weiß nicht, ob ich doch was übersehen habe. Verpiss dich mal. Radnabenlager, nagelneu und die Antriebswelle. Und ablassen. So. Wenn ich doch was übersehen habe, dann müssen wir uns nicht mit dem Scheißreifen abhetzen. Gut, hier hinten war nichts mehr. Luftfilter sieht sogar noch gut aus. Man kann ab und an reingucken, wenn man es sieht. So, die hintere Domläge stehen diese ab. Hier hinten sieht alles gut aus. Wir gehen mal hier. Ah, da die kleine Lagerbuchse muss aus. Also, hintere Domlage. Eine Lagerbuchse. Nein, das war eine normale Lagerbuchse. Oh. Ich hab einen Fehler gemacht. Halb so schlimm. Ich kann, was ich eigentlich mal machen kann, ich kann meine Inventarsachen, die ich jetzt
unaufgefordert gekauft habe. Vordere Feder, siehst du? Ich habe gesagt, lass den Reifen ab. Ich habe doch gesagt, lass lieber die Reifen ab. Ich habe ab und an könnte ich habe nämlich immer alle Sachen gelöscht. Ist jetzt euer Ernst? Achso, weil oben die Karosserie aufsitzt und dann das Domlager drauf kommt. Das heißt, das sitzt alles auf der Feder drauf. Ich kann sie nicht nach oben entfernen. Dann muss ich doch wieder das. Oh. Siehst du, Leute, gut, dass ich den Reifen abgelassen habe, weil dazu muss ich den Reifen wieder abmachen. Muss ich wenigstens alles gespart. Okay. Zack, zack. 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 Ich wollte nicht doppelt escapen. Okay, rein. Super run. Ich wollte eben noch was anderes sagen. Genau, wegen. Und zwar, dass man sich doch die Inventarteile, die man gekauft hat, die man aber gar nicht braucht, einfach aufhebt, einfach für die nächste Aufgabe oder so benutzt. Was mache ich hier? Ich muss, um das Getriebe zu entfernen, muss ich die Raten haben. Ich hätte die einfach rauslassen sollen, die scheiß Antriebswellen. Ich wusste das ja genau. Hey, warte mal kurz, hast du irgendwas falsch gemacht? Du hast irgendwas vergessen, das wegzulassen. Weil um das anderes Getriebe zu kommen, muss man. Achso, oh, das war wieder so typisch, ja. Typisch Anlasser. So, was gibt's denn noch so? Will ich jetzt mal rein. Achso, ja, wir kriegen einen neuen Aufwertungspunkt. Oh, geil. Oh, wir machen mal Reparaturstufe 1. Alles, was, alles, was? Reparaturwerkzeugstufe 1. 50% Chance auf Reparatur. Warum 50? Das ist aber schön. Das können wir hier dran oder was? Du hast das Teil repariert. Teilzustand nach der Reparatur 72%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist kaputt gegangen. Ja gut, man kommt sowieso nicht dran rum. Entweder du kaufst ein neues oder du hast echt Glück und versuchst es zu reparieren. Und wenn du es reparierst, dann auch sowieso total minderwertig. Also nichts falsch gemacht. Also so oder so, du verlierst. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendein Geld verloren durch die Reparatur? Man sieht schon, es ist nicht so schlecht, Geld großwertig zu verbrauchen, weil alles, was ich vorhin gekauft habe, habe ich mit diesem Kontostand bezahlt. Das war eigentlich gar nicht so schlechte Idee, einfach mal das Geld oben zu speichern. Damit habe ich jetzt nämlich hier meine Diagnosefahrt und meine Lackierkabine bezahlen können. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich mal eher auf das Spiel konzentriert und anstatt auf das Geld und ausgeben, oh, Tuning-Teil, also man sich ein bisschen mehr auf das Spiel konzentriert. So, dafür sehen wir es noch. Die Kupplungslager sind kaputt. Und ich höre, da sind noch was anderes. Ihr seht ihn vielleicht nicht, man denkt, oh, das ist ja orange, dabei ist es einfach übelst verrostet. Weg, weg. Und da haben wir unseren zweiten Übeltäter, das Schwungrad. Wir gucken kurz im Inventar, weil die Textur dieses, der Kupplungsscheibe, sieht gerne mal immer gleich aus, auch wenn sie verrostet ist. Deswegen sage ich nichts anderes als, gucke in euer Inventar, weil, ja gut, ich hätte es mir auch denken können, weil, Grafikfehler, weil man hätte, aus sich auch denken können, ja, genau. So, Fahrwerk, Bremsen, Getriebe. Nein, bloß nicht das Schwungrad und wir bräuchten unser kleines. Ach, da ist er. Nee, ist er nicht. Doch, Kupplungslager. Ach, Schwungrad, Platz drauf, Platz drauf. Ich auch nicht, so ein Riesengetriebe und dann sind nur drei kleine Schwungrädchen drin. Scherz. Hier sind ja auch noch so viele Übersetzungen auf die verschiedensten Dinge. So, jetzt haben wir hier das. Ich habe gleich einen Reifen drauf. Oh, jetzt bin ich ja total befriedigt jetzt. Also, man muss nicht immer für eine Diagnosefahrt, ich hätte jetzt sowieso, glaube ich, den Getriebeschaden, hätte ich sowieso nicht erkennen können im Fahrmodus, weil. Wenn es Kupplung, doch, man hätte vielleicht spüren können, oh, die Kupplung greift aber sehr schwer oder so, hätte man sagen, ja, gut, okay, nicht machen. Das macht manchmal auch seine Faxen, hallo? Okay. Oh, ich verkaufe einfach alles. Und wir sind fertig. Auto ist unverständlich. Oh ja, ich Idiot, hab den Anlasser vergessen. Ah, herrlicher Kunde, wenn sie Auto abhüllen, ey, oh klar, ne?
Warte mal, Junge, was ist denn hier los? Mein Auto springt nicht an. Oh, ich habe vergessen, meinen Anlasser wieder anzustecken und ich, Idiot, habe den verkauft. Super. Ich habe den Anlasser verkauft. Oh, ich glaube, das gibt Minuspunkte. Oh nein. Oh, ich bin so blöd. Das kostet jetzt ordentlich Geld, weil so ein Anlass ist nicht mehr günstig. Ja, ich bin, glaube ich, vom Preis heruntergegangen. Oh nein. So. Pass auf, jetzt kriege ich keine Aufträge mit Lackierarbeiten mehr. Oh doch. Den Mayenne M6. Kannst vergessen. Pochende Geräusche vom Motor. Teileliste bereitgestellt. Die Autofilter müssen ersetzt werden. Ersetzte Teile des Säulesystems. Ah, das heißt, wahrscheinlich eine der. Wahrscheinlich von der ABS-Pumpe, das Steuerelement. Bremsprobleme reparieren, eine Getriebsfeder reparieren oder ersetzen die Karosserie. Das heißt, dieser Auftrag ist extrem groß. Kann ich euch versichern. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich will es nicht so lange ziehen, weil ich habe letztens Deus Ex Long Special Edition hochgeladen und die war eine Stunde eins. Ich saß, glaube ich, bis abends zum Autofilter müssen ersetzt werden. Pochende Lichtmaschine. Oh, das ist mal was Neues. Nur die Lichtmaschine, das ist mal was Neues. Repariere alle Getriebefehler. Hallo? Ersetzen der Hallo? Karosserieteile. Hinterschutz, seine Kotflügel, bla. Okay, zack. Raus. Sieht alles okay aus. Sieht ziemlich verkratzt aus. Der ist auch kaputt. Hier ist alles so in Ordnung. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist einfach nur ein Audi. Ihr wollt mich jetzt. Geil. Was sieht man? Man sieht hier was durch. Man sieht den Tank durch. Lol, man kann von dir den Tank sehen. Haha, geil, wie geil ist das denn? Okay, witzig. Das Geile, man kann sich auch jetzt hier reinsetzen. Und ich finde, die Texturen sind eigentlich mal gar nicht so übel. Ich meine, okay, die sind doch schon ziemlich matt und sehr gleich oberflächlich, weil, ja gut, es ist einfach nur ein Simulator eines mechanischen, ja, also Mechanik und so. Escape. Man kann ja auch einfach nur öffnen, man kann sich auch hinten reinsetzen. Nee, doch nicht. Aber auf den Beifahrersitz kann man sich nur setzen. Ich finde das pervers geil, was man hier so alles machen kann. Weil ich weiß nicht, ob man noch Innenausrichtung machen kann. Das weiß ich eben nicht. Ich habe nämlich gedacht, okay, kann ich im Kofferraum reingucken, gucken. Wobei, hier hängt man irgendwie fest, habe ich das Gefühl. Ah, man kann auch den Auspuff hier sehen. Ah, mach mal kurz mal. Ha, das ist nämlich ein schönes, dickes, fettes Teil, weil ich glaube, das ist kein normaler Motor. Das ist, glaube ich, V4. Mit einem Turbolader. Siehst du mal, alles weiß hier. Da spielt man so ein bisschen das Spiel, weil dann hat man schon. So, was hab ich gesagt? ABS-Pumpe am Arsch. Man weiß durch längeres Spielen einfach, okay, Steuerelemente. Es gibt kein anderes Steuerelement als die von der ABS-Pumpe. Bremsverstärker habe ich bis jetzt noch nie getauscht. Noch nie. Ist wahrscheinlich auch ein echt Verbrauchsteil, was ich kaum, naja. Genau. So. Doch, hier hinten haben wir einen Benzin- oder Kraftstofffilter, der sieht ziemlich eklig aus. Genau, man eignet sich halt so ein paar wissensgrundlegende Sachen an. So, Lichtmaschine habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie demontiert. Das ist mir relativ neu, außer wenn man den halben Motorblock auseinanderbauen muss, um an die Kolben zu kommen. So, Turbolader sieht in Ordnung aus. Was sieht denn, wie sieht es denn hinter der Abdeckung? Ja, okay. Nichts verrostet. Oh, guck mal hier, wie schön sauber das Teil noch ist. Der Luftfilter, der sieht pervers eklig aus. Oder? Ja, der ist rabenschwarz. Was habe ich gesagt? Das hieß ja auch. Hallo, die Klammern zu erwischen, ne? Oh, ist das geil. So, weg mit dir. Also haben wir schon mal alle unsere Filter, bis auf den. Da komme ich nur von unten dran. Ich muss dann sowieso Öl ablassen. Weil ich glaube,
Das muss auch mal neu gemacht werden. Mache ich einfach aus dem Grundprinzip, wie sieht es mit der Batterie aus? Wir können mit Multimeter natürlich nur Multimeter. Ich krieg echt zu viel. Lass unseren OBS-Scanner durchlaufen. 3F1. Ah, das heißt OBD, Entschuldigung. So, ich glaube, die Zündkerzen sind alle noch in Ordnung. Das sieht natürlich super aus. Und wir überprüfen unseren Motorblock. Sieht auch relativ in Ordnung aus. Wie kann man bitte schön oben drüber gehen? Ja. Dann mal mit dir auf die Hebebühne. So, was waren das jetzt alles noch? War jetzt das Licht kaputt oder nicht? Kotflügel, linker Scheinwerfer. War das hinten oder vorne? Aber linker Scheinwerfer bedeutet für mich, dass der hier kaputt ist. Ja. Okay. Sieht total bescheuert aus, sorry. Ich sehe nur mit einem Auge. Gut, dann gehen wir mal in unseren Karosserie-Teile-Shop und wir suchen den Namen dieses Autos. Mayen. Wie kann man sowas vergessen? Mayen, warum nicht einfach Audi? Haben wir keine Erlaubnis bekommen. Achso, mit einem Mayen M6 haben wir, ne? Linke Tür war das. Ne, rechte Tür. Ne, hinten nicht. Oh, scheiße. Linker Scheinwerfer war kaputt. Hinten, rechtes war kaputt. Habe ich das jetzt echt gekauft? Ich glaube, das war nämlich nicht kaputt. Wollte ich wieder einsetzen. Rechts. Dann habe ich noch Kotflügel. Der war nämlich auch am Loch. So, dann gehen wir in Zusammenbaumodus. Karosserie, Zusammenbaumodus habe ich gesagt. Wobei, das ist noch leicht verbuggt, weil wenn man was eingebaut hat, geht der auf dem kompletten Zusammenbaumodus raus. Ich habe keine Ahnung. Und zwar, ich glaube, wenn man sich wegdreht und muss echt auf das Auto gucken, damit der nicht aus dem Zusammenbaumodus der Karosserie rausgeht. Ich sag doch die linke Tür. Oh, da habe ich wieder das falsche Teil gekauft. Ich glaube, ich könnte mich selbst schlagen, Alter. Kostet nur Geld. Ich glaube, damit geht man auch schönes Minus durchs Falsch bestellen. Ja, so könnte ich meinem Chef wohl. Könnte ich vorstellen, wie man schätzt. Okay. M8 haben wir nicht. Nein. Entschuldigung. Lass mich gerade verarschen. Sonst werden immer die 100% Teile. Guck, doch nicht so schlecht gewesen, den auszutauschen. Also, Leute. So, offen. Weil wir müssen da jetzt. Soll ich jetzt schon mal das Getriebe wieder zusammenklatschen? Ich muss nämlich noch einen Ölfilter, da muss ich sowieso Öl ablassen. Dann habe ich sowieso noch Getriebeschaden, ja, also lass uns erstmal die Sachen oben fertig machen. Das war Luftfilter, Ölfilter, bla bla bla. Motor. Das war Lichtmaschine unter anderem. Kraftstofffilter. Machen uns da Filter, Luftfilter, Lichtmaschine. Und die Wasserpumpe war auch noch daran schuld. Dann haben wir unsere normalen Ölfilter. Der war, glaube ich, auch relativ am Arsch. Servo war in Ordnung. Die Servolenkerpumpe. Turbo war in Ordnung. Unsere Wasserpumpe war im Arsch. Zündschwule waren ja alle in Ordnung. Mir fehlt noch ein Filter. Nee, Kraftstofffilter habe ich ja schon geholt. Okay. Dann lass uns die Filter einsetzen. Wenn man so ein bisschen ins Spiel reinkommt, weiß man so immer die grundlegenden Austauschteile und Austauschteile und irgendwann auch die Namen. Da kommt man echt schnell hinter, wieso ist jetzt diese eine Klammer beschädigt. So, der sieht ja bombenmäßig aus. Die sieht auch wieder bombenmäßig aus, weil kannst du hier Strom für 3 Euro generieren. So, dann haben wir unseren Keilriemen, dann haben wir unseren Riemenspanner, also doch, der war auch richtig kaputt, der alte. Dann haben wir noch den anderen Keilriemen. Ah, das heißt sogar Keilrippenriemen. Kein Keilriemen. Und das ist auch der Keilrippenriemen. Ja, weiß auch nicht, wieso die Namen geändert haben. Und die ABS-Pumpe fehlt noch. Das ist ja fatal. Bremsanlage. ABS-Pumpe, ABS-Modul. Bam, Chica, Bini. Herr Bennett und Bum Chicalini. Okay. Lichtmaschine habe ich alles ausgetauscht.
Kraftstoff fällt da rein. Hier ist alles fertig. Hoch mit dir. Ölablass mal auch mal. So, Ölablassschraube. Ein kleiner Moment bitte. Das Öl wird abgelassen. Je nachdem, wie voll das Ding ist, kann es etwas länger dauern. Das Öl kann auch pure Schwarze haben. Schwärze meine ich, nicht Schwarze. So. Dann hatten wir ja noch was mit unserem Bremsen, oder? Ne, die Teilliste war gar nicht bereitgestellt dann, ne? Reparieren des Ersatz der Karosserieteile. Rechter Scheinwerfer. Hä? Das heißt links. Das ist doch auch noch rechts, oder was? Nee, ich hau euch kaputt, Alter. Lichtmaschine wurde ausgetauscht, Autofilter, die Filter wurden ausgetauscht. Ersetzte Teile des Steuersystems. Zahnriemen. Och nee, das sitzt unten drunter. Muss ich das alles mal auseinanderbauen, was ich vorhin zusammengebaut habe. Bremsprobleme, Teil nicht gefunden. ABS-Modul wurde schon erledigt. Die Bremsprobleme werden sich wahrscheinlich hinten und vorne finden. Reparieren alle Getriebefehler, das heißt, das Ding muss sowieso auseinanderklatschen. Also bauen wir uns rum. So. Was ist es wohl? Der Bremsbelash ist am Arsch, Junge. Die Scheibe sieht dafür aber ziemlich in Ordnung aus. Den müssen wir auseinanderbauen. Zack, zack. Abbauen. Ich mach auch noch diesen Auto. Wenn ich das Auto mache, ist jetzt auch noch fertig mit euch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann bei einem nächsten Nebenspiel oder bei Deus Ex, wenn sie da ist. Wir zerstören diese Menschenmisshandlung. Dann gehen wir auch gleich mal. Ne, muss ich erst wieder sowieso oben dran. Also. Gehen wir erstmal hier ran. Und dann können wir auch gleich hier an unseren Zahnriemen. Warum der jetzt wieder Zahnriemen heißt, mein Fressen. Soll ich deinen Namen ausgedacht, wie viele Funktionen? Das gibt's nicht, ja. Oh, geh ab, Junge. Schau ich kaputt, Junge. Ach, den muss ich auch noch abmachen. Aber das hat sich ja bei dem Motor auch ein bisschen geändert, ne? Da ist nämlich das Ding mehr. Das ist voll scheuer. Dafür hast du hier ein paar Schrauben weniger. Und da ist unser scheiß Zahnriemen, Junge. Den könnte ich gerade in die Wand klatschen. Und dann gehen wir wieder auf Motor und holen uns unseren hübschen kleinen Zahnriemen. Warum, weshalb der hier ganz unten ist, fragt mich nicht. Wahrscheinlich, weil er zum Bereich Motorblock und der ganzen Koppelstange und so ein Scheiß. Was ich cool finde, ist, man kann, wenn man zum Beispiel so einen großen Range Rover oder so hat, kann man an dem V8-Motor die kleinen Klippe austauschen. Und das macht richtig Spaß, wenn du eiskalt mal eins, na, ja, pro Kolben jeweils zwei dieser Klippe hast. Ja, dann hast du richtig Spaß, jede einzelne Schraube zu lösen. Also jedes Teil einzeln anklicken, jede Schraube einzeln rauslösen und dann das pro Kolben zweimal. Das macht natürlich richtig Spaß, Leute. Ja. So. Nach oben mit dir, Junge. Warum hat sich gerade die Achse bewegt? Da ist gar kein Reifen drauf. Wie kann denn bitte schön die Feder belastet werden? Das Auto stand da überhaupt nicht in der. Das Auto stand zum Beispiel auf der Luft, nicht auf dem Boden. Wieso hat sich gerade die Achse bewegt? Das ist ein bisschen Physik, muss ja schon ein bisschen drin sein, Jungs. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Hersteller von diesem Spiel gewesen? Wahrscheinlich. Mir hat auch so dieses Spiel ziemlich gut gefallen. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, das spiele ich jetzt auch mal. Bin auch relativ weit, hab mir mal eine Demo reingezogen, hab so ein bisschen gespielt, geguckt, ob mein Rechner das ordentlich schafft mit so vielen Sachen und etc. Und weil ich mittlerweile auch ziemlich an meiner Grafikkarte zweifle. Aber sie schafft es. Ich bin ziemlich überzeugt von meiner Grafikkarte. Ich liebe meine Grafikkarte, die macht ihre Arbeit so gut, obwohl ich sie jetzt schon seit knapp 2 Jahren habe. Und sie ist sauber, sie läuft leise und sie ist vor allem leise. Und sie läuft sauber und ist total leise. Und vor allem habe ich mit der jetzt keine Probleme bis jetzt gehabt. Fahrwerk. Ich Idiot wollte zur Getriebe, weil ich muss mir ein neues Gerät kaufen. Ich bin mit der Grafikkarte ziemlich... Nein.
ich habe zu euch gesagt, das ist, man sieht nicht, ob das Ding richtig verrostet ist. Aus der Ferne sieht man das. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder ein altes eingefügt, weil ich das nicht gesehen habe, dass das Ding kaputt war. Man kann es sehen. Man kann es sehen. Aber wenn man echt so schnell spielt und so schnell rumklickt wie ich weiß, oh, der Junge ist viel zu schnell, der klickt viel zu viel und vor allem viel zu schnell. Leute, glaubst mir, in meinem Berufsleben habe ich schon wegen diesem Problem sehr viele Fehler gemacht. CNC-Programming kennt ihr vielleicht? Ja, ich habe da schon viele Fehler gemacht, weil ich einfach zu schnell mit meiner Hand bin und beim Klicken. Ist so. Man macht damit echt viele Fehler, wenn man zu schnell ist. Mittlerweile habe ich mir das abgewöhnt und ich bin mittlerweile vor allem auch im Zeigen, wenn ich mit meinen Kollegen irgendwas zeige. Dann die so, ja, habe ich jetzt verstanden. Danke. Aber naja, gut. Sonst bin ich mein Klicker, weißt du? Klicker. So. Dann wollen wir uns noch in diese Bremsscheibe, und die habe ich natürlich nicht vergessen. Unsere leider verbrauchten. Sollte ich eigentlich mal gucken, ob ich die anderen hätte reparieren können? Nein, hätte ich nicht. Kann ich auch gleich unseren Anlasser wieder oben reinschmeißen. Machen wir auch gleich direkt, weil dann können wir auch gleich die ganzen kaputten Teile verkaufen. Also die ungebrauchten, die. So, dann fehlt uns noch das vordere linke Licht. Das machen wir natürlich jetzt noch schnell. Der ist natürlich noch schön drin. Links, rechts, ich brauche. Und dann kommt der weg. Der kommt dran. Hallo? Hallo, ich bin im Motorraum. Achso, ich bin aus Versehen auf den Reifen gekommen, anstatt auf dem Motorraum. So, die restlichen Bremsprobleme waren jetzt schon beseitigt? Nee, wir haben noch ein Bremsproblem. Wir haben noch vier, okay. Das wird wahrscheinlich hinten sein. Ah ja, man sieht das schon, okay. Wie gesagt, wenn man so schnell klickt, dann sieht man manche Sachen nicht. Und ich habe zum Beispiel nicht gesehen, dass der Kupplungsschwung defekt war. Da habe ich schon mal diese zwei Teile. War hier hinten noch was? Irgendwas mit der Federung? Nee. Lagerbuchsen sind auch in Ordnung. Und die Bremsscheiben und die Bremsen. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil die hinteren Bremsen benutzt du eigentlich nur für Handbremse, wenn du stehst. Sonst benutzt du die nie. Du bremst für mich, wenn du fährst und bremst nur vorne. So ist so. Von, hey, jetzt hätte ich zum Beispiel gucken können, ob die noch in Ordnung sind. Ne, die hättest du, glaube ich, nicht reparieren können. Alles, was im gelben Bereich ist und was du dann vielleicht, das wird vielleicht eher Sinn machen, weil wenn du das reparieren kannst, dann kriegst du es vielleicht in einem Wert von vielleicht, sagen wir mal, nein. Wieso wurde das jetzt zum Beispiel nicht sortiert, von gut auf schlecht? Ach, da war der Bremssattel noch mit am Arsch. Siehst du, Leute, ich habe das wieder nicht mitbekommen. Ich hab gedacht, das wäre noch eine Bremsscheibe gewesen. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Bremsscheibe zu viel gekauft. Oder ne, es waren zwei Bremssattel, eine. Ja, da habe ich mir. Nee, ich hab. Ja, ja, ich habe eine Bremsscheibe zu viel bestellt. So, mein halbes Auto. Ab mit dir, Junge. Kein Ölmund, ja. Entschuldigung. Fatal. Vielleicht ist es okay, mir aufgefallen, aber das ist die reale Zeit. Das Ding läuft genau synchron wie mein Handy. 19.37 Uhr. Schön, gell? Das finde ich übrigens ziemlich cool, dass sie. Weil da kann man echt, während man spielt, auf die Uhr gucken. So spät, ich wollte noch lernen. Ah, ja, ja. Er kennt's nicht. Das finde ich zum Beispiel sehr logisch. Wobei, man könnte es ja theoretisch machen, ne? So halb auf oder voll mit Wucht, voll gegen die Hydraulik. Ah, ja, Öl. Öl war's. Ja, Öl. So. So, hier kann man relativ einfach wissen, aber man kühlt einfach rein. Wenn man das selbst macht im Realen, ist es natürlich nicht so einfach, weil dann sprudelt es nicht kurz oben und dann weißt du Bescheid. Okay, jetzt musst du aufhören mit einfüllen, weil dann macht es kurz so, Achtung. Ah, okay, ich muss aufhören. Und dann kontrolliere mal sehr gern, immer sehr gern nach, weil man kann echt manchmal hier sehen, dass du über den Strich bist. Aber was länger ist, hält länger. 1000 Euro.
Und wir haben wieder unsere 15.000 raus, meine lieben Freunde. Damit bedanke ich mich herzlich zum Liken, Zuschauen. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt für diesen Part. Extra für euch mal Denker Mechanic Simulator in der großen, dicken Paketausführung mit allen DLCs. Und da verabschiedet sich für euch Bosch, Monroe und Bosch und Garrett bei Honeywell und Blum, 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 Punkt, Polum, Pum, Pum und Delphi, dass ihr zugeschöpft habt. Und Garrett hier schon wieder, ne, zeigt uns schön den Turbolader in der Hand. Genauso wie Iso-Öl, wobei ich gerade eben noch Premium-Öl in der Hand hatte. Ach, hier ist zum Beispiel unser schönes Tablet. Zum Beispiel, das war... LOL, das ist der damalige. Bei diesem Spiel kam eine Alpha raus. Und die Alpha hatte genau diesen Startbildschirm. Kam ich ja nicht so in 2015. Und das war der damalige... Ja, ich glaube, nee, es war der erste Beta. Die Beta kam damals raus und die hatte diesen Startbildschirm. Das hat sich mittlerweile geändert. Das ist jetzt so ein großer Motorblock und dann windet sich die Kamera drumherum und links habt ihr so eine riesen Anzeige. Hier habt ihr so eine riesen Anzeige, was ihr das machen könnt. Das ist mittlerweile nicht mehr so wie da. Dann sage ich schon, bis zum nächsten Mal und tschüss.